Österreich steht kurz vor neuen bundesweiten Corona-Maßnahmen. Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2 mit diesen Themen. Wenn wir auf die vergangene Woche zurückblicken, dann sehen wir eine besorgniserregende Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus. Wenn man die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner rechnet, dann weist der Bezirk Hallein in Salzburg den höchsten Wert aus, gefolgt von Innsbruck-Stadt, Schwarz in Tirol, St. Johann im Pongau und Wels-Stadt. Die Bundeshauptstadt Wien liegt nach dieser Berechnung der AGES auf Platz 11. Die Daten von heute passen in das Bild der Woche. Im 24-Stunden-Abstand wurden 1.163 Neuinfektionen gemeldet. Das ist ziemlich genau der 7-Tages-Schnitt, der bei 1.171 liegt. Und da sind wir schon bei den wohl wichtigsten Indikatoren der Situation in den Spitälern. 700 Menschen befinden sich derzeit wegen ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus, um 36 mehr als gestern. Dieser Wert war zuletzt am 22. April so hoch. 124 werden auf der Intensivstation behandelt, um 5 mehr als gestern. Patrick Ruska und Sabine Schuster beleuchten die Situation in Österreich und beginnen in Kuchl, wo in 2 Stunden die Quarantäneverordnung in Kraft tritt. Eine der wichtigsten Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Virus ist das sogenannte Contact Tracing, also das Nachverfolgen von Kontaktpersonen. Aber auch in diesem Bereich ist offenbar mittlerweile eine gewisse Müdigkeit in der Bevölkerung zu spüren, wie die Salzburger Landessanitätsdirektorin erzählt. So nachvollziehbar das auch ist, so eindringlich betonen Experten die Wichtigkeit des Contact Tracings. Denn wenn Kontakte vollständig gemeldet werden und Betroffene rechtzeitig in Quarantäne gehen, könnten wirklich einschneidende Maßnahmen bis hin zu einem regionalen Lockdown verhindert werden. Regina Pöll und Katja Winkler haben berichtet und wir schalten jetzt live eben nach Linz zu Bernd Lamprecht, dem Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum. Guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Dr. Lamprecht, die Zahlen der Infizierten gehen im ganzen Land nach oben. Musste das so kommen oder waren zu viele Menschen zu lange zu sorglos? Vergleichen Menschen Corona mit einer ganz normalen Grippe, wobei man sagen muss, mit einer Grippe ist auch nichts. Hauptmann Haslauer hat gestern aufhorchen lassen, indem er gesagt hat, die Kapazitäten in Salzburg, die Spitalskapazitäten könnten in den kommenden 2 Wochen bereits an ihre Grenzen kommen. Wie sieht es da in Oberösterreich aus? Wie schaut es bei Ihnen in Linz aus? Bei Ihnen landen die anderen, bei Ihnen landen die, die wirklich Hilfe, wirklich Unterstützung brauchen, denen es nicht gut geht. Sie haben da jetzt seit März natürlich einen großen Überblick gewinnen können. Was ist Ihre Erfahrung? Gestern haben Tirol und Salzburg das gemacht und am Montag dürfte es also neue. Vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend nach Linz und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Nicht nur in Österreich verschärft sich die Corona-Situation, sondern auch in vielen anderen europäischen Ländern. In Belgien ist am Abend ein teilweiser Lockdown verkündet worden. Zusätzlich zu den ohnehin schon sehr strengen Maßnahmen sperren jetzt auch noch Restaurants und Gasthäuser für 4 Wochen. Noch stärker ist Frankreich betroffen. Seit Beginn der Pandemie wurden dort mittlerweile fast 1 Million Fälle bestätigt. Allein in den vergangenen 24 Stunden mehr als 30.000. 122 Menschen sind seit gestern an den Folgen der Viruserkrankung gestorben. Welche Folgen all das ab Mitternacht auf das Leben der Menschen in Frankreich hat, das zeigt Ihnen jetzt Markus Blecher. Und damit beenden wir die Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus für heute und kommen zu einem Thema, das sich längst zu einer unendlichen Geschichte entwickelt hat. Im Brexit. Obwohl Großbritannien die EU ja eigentlich schon mit 1. Februar verlassen hat, sind die Handelsbeziehungen zwischen den Briten und den verbleibenden 27 weiterhin ungeklärt. Auch der EU-Gipfel gestern und heute konnte daran nichts ändern. Im Gegenteil, nach diesem Gipfel spricht Premierminister Boris Johnson offen wie nie von einem Hard Brexit, wie Eva Böcksteiner aus London berichtet. Eva Böcksteiner war das aus London und bei uns geht's weiter mit den Meldungen des Tages. Die guten Nachrichten haben wir uns heute für den Schluss aufgehoben. Wir sind bei den Aussichten für das Wochenendwetter. Von allen, die über 30 dabei waren, muss ich mich verabschieden. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße aus Wien. Im Vorfeld US-Wahl rekonstruiert Universum History bei uns jetzt in UF2 den letzten Tag eines unzweifelhaft großen Präsidenten. Es geht um Abraham Lincoln, das gleich jetzt nach der ZIP2. Die ZIP-Nacht startet dann um 23.18 Uhr in ORF1. Die nächste ZIP-2 gibt es am Sonntag. Für heute von uns allen ein schönes und erholsames Wochenende. Auf Wiedersehen.